Ich bin Jeff Peterson von der US-Botschaft hier in Patna. Ich rufe an, weil Sie einen Antrag auf ein Touristenvisum für Indien mit Weiterreise nach Kyrat gestellt haben. Wir können nur Ihren Status als US-Bürger bestätigen, da uns keine offiziellen Akten über Ihre kyratische Staatsangehörigkeit vorliegen. Außerdem muss ich Ihnen sowieso von einer Reise nach Kyrat abraten. Es besteht aktuell eine Reisewarnung. Wegen des Aufstands der Terroristen vom Goldenen Pfad haben wir zurzeit keine diplomatische Präsenz in Kyrat. Was Ihre Absicht angeht, die eingeäscherten Überreste einer gewissen Aishwarya Gale mitzunehmen, Sie benötigen einen Pass für die Verstorbenen. Ein Pass. Was ist los? Was ich sagte. Stoppt den Bus. Ja, stoppt den Bus. Nicht beschießt den Bus. Ich wähle meine Worte mit Bedacht. Stoppt. Beschießt. Stoppt. Beschießt. Klingen diese Worte irgendwie ähnlich? Es geht nicht aus der Kontrolle. Pardon, nicht zugehört. Was sagtest du? Es geriet außer Kontrolle. Geriet außer Kontrolle? Ich hasse es, wenn Dinge außer Kontrolle geraten. Hattest einen scheiß Job, den hast du versaut. Und jetzt habe ich Blut auf meinen Schuhen. Es gibt ja noch einen Silberstreif. Du hast es nicht komplett versaut. Steh auf, Junge. Diese Augen würde ich überall erkennen. Das Ganze tut mir wirklich sehr leid. Das sollte eigentlich... Jedenfalls so nicht. Wir haben eine Party für dich vorbereitet. Aber ich kenne deinen Namen noch nicht. Wer ist das? Deine plus eins? Starker Stellertyp, sehr gut. Die ganze Sache ist mir wirklich sehr peinlich. Eigentlich sollte das alles, ja, ganz locker laufen. Aber wenn man Affen Zucker gibt, bewerft sie sich. Mit dieser Scheiße, weißt du. Oh, hältst du das mal? Nur einen Moment, ich will nur ganz schnell ein Foto. Guck in die Kamera, lächeln. Super. Mach dir keine Sorgen, Junge.
Das liegt bald alles hinter uns und wir sind auf großer Abenteuertour. Denn ich habe mir nämlich meinen Kalender freigeräumt. Du und ich. Wir lassen es richtig krachen! Should I stay or should I go? Und gratuliere Ashley von mir, wenn du das nächste Mal zu Hause bist. Ich muss sagen, Paul, dein kleines Eckchen von Kyrat hier ist sehr hübsch. Ich habe mehr Ketten und Gewinsel erwartet. Aber ich kenne dich. Irgendwo hier gibt es ein dunkles Örtchen, wo im Geheimen Blut fließt. Dein schräges Grinsen verrät dich mal wieder, Dupleur. Jetzt nimm ihm doch endlich den Sack vom Kopf. Nochmal, es tut mir furchtbar leid, was da passiert ist. Ich hatte eher sowas im Sinn. Also von vorn. Vorstellung. AJ Gale, unser Ehrengast. Paul, der sehr großzügige Gastgeber. Dieser kleine Affe, dessen Namen ich nicht kenne. Und ich bin natürlich Pagan Min. Du erinnerst dich wirklich nicht an mich, oder? Deine Mutter, sie hat nie von mir gesprochen, hat mich niemals erwähnt. Das ändern wir. Paul, ich brauche Cash. Wie viel brauchst du? Na, alles. Danke. Bitteschön. Ah. Okay. Wer ist das, dieses Lächeln? Sie? Ja, ich. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber deine Mutter... Deine Mutter hey. Andererseits... Sie hat mich verstanden. Sie kannte mich auf eine Art wie sonst keiner. Ah, die Erinnerung. Das letzte Mal, als ich Ishwari sah, ist 10 Jahre her. Sie sagte, sie liebt mich. Frauen können das. Sie können sagen, dass sie dich in diesem Moment lieben. Männer andererseits? Nein. Nein, Männer lieben immer nur im Nachhinein. Wenn viel Distanz dazwischen liegt. Also... Als deine Mutter entschied, mit dir auf der Hüfte in die Staaten zu fliehen, gab ich nur mir selbst die Schuld. Dann wurde mir klar, das war nicht ich. Nein, es war der verfickte goldene Pfad. Diese scheiß Terroristen, die machen alles kaputt. Wie das hier. Hat dir nie jemand gesagt, dass es unhöflich ist, am Tisch zu texten? Lass mal sehen. Gib das Telefon. Echt, Jungs, durchsuchen wir die Leute nicht mehr. Ah, bin bei AJ Gale. Das wird euch gefallen. Hilfe. Du simmst um Hilfe. Man simmst nicht um Hilfe, man schreit um Hilfe. Also du wirst um Hilfe schreien. Wenn du was tust, dann tu es richtig. Also los. Na los, schrei um Hilfe. Schrei um Hilfe. Hilfe. Ach, erbärmlich. Schrei um Hilfe. Hilfe! Du musst es glauben. Hilfe! Hilfe! Nutz dein Zwerchfell! Hilfe! Hilfe! Wir horchen. Nichts. Ich fürchte, die werden nicht kommen, mein Freund. Findet raus, was er weiß. Terroristen, was? Nun, bitte, bleib doch hier. Genieße das Krabbenrangoon. Geh nicht weg, ich bin gleich zurück. Yuma, wir müssen reden. Ja, krasser Start, würde ich sagen. Hi, Rios. Willkommen zu meinem neuen Let's Play. Dann schauen wir mal rein. Was zum Teufel?
Bauchsteuerung ist etwas träge. Später schon. Na, du weißt, dass es schlimmer werden kann. Oh, fuck. Also lass uns mal zurückspulen, weil ich will, dass du ganz genau verstehst, was ich will. Also, weißt du, warum du hier bist? Gut. Du bist Goldener Pfad, alter Oberst. Ein Böser. Und ich bin der Gute. Das heißt, ich würde eigentlich gar nichts tun. Ich möchte zuhören. Und die Leute sagen, ich wäre ein fantastischer Zuhörer. Wenn du mir einfach sagst, wer dein Freund ist, was sie genau sagen. AJ Gale. Mein Name ist Zabal. Ich gehöre zum Goldenen Pfad. Goldener Pfad? Wir sind Freunde. Ich kannte deinen Vater. Wir sind hier, um dich zu retten, Sohn von Mohan. Und was ist mit Darpan? Du hast Top-Priorität. Wir müssen dich sicher hier rausbringen, koste es, was es wolle. Was will der Goldene Pfad? Darpan würde es verstehen. Nun bleib bei mir. Sorry. Berg. Zur Tür! Beeilung! AJ, wenn die Tür sich öffnet, halt den Kopf unten und rüber zum Truck. Und zwar so schnell, wie du kannst. Verstanden? Ja, verstanden. Eins, zwei, drei! Okay. Los geht's! Halt den Kopf unten! Bring ihn in Sicherheit! Los, kämpfen! Scheiße! Was zum Teufel? Unter dem Armaturenbrett ist eine Waffe! Nimm die! Sind wir sicher? Wahrscheinlich nicht. Rechts von dir! Schieß auf sie! Scheiße, Lackwurst! Pass auf! Festhalten! Jo, alles klar. AJ, wenn du mich hörst, antworte! AJ Gale! Antworte bitte! Hallo? Kyra sei Dank! Hier ist der Ball! Wo bist du? Keine Ahnung. Am Arsch der Welt? Fuck. Der Fahrer ist tot. Okay, hör mir zu. Sieh dich um. Du müsstest einen Turm in der Nähe sehen. Den musst du irgendwie erreichen. Ich bin gerade auf dem Weg dorthin. Also rüber zum Turm. Okay. Du packst das schon, AJ. Thank you.
gesprochen. Wir wollen nur mit dir reden. Komm raus. Es ist alles okay. Das war alles nur ein furchtbares Missverständnis. Zeig dich, dann können wir das klären. Oh, versuchen wir mal nicht allzu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Das muss nicht so laufen wie jetzt. Du musst dich nicht verstecken. Je länger du dich versteckst, desto sauer werde ich. Komm raus und mach es dir selber einfacher. Was ist denn hier? Sie fixt sich da die Waffe nur auf. Was ist das bloß? Tu das nicht, Mann! Wo dieser verdammte Killer steckt. Der Köder ist wohl weg. Haltet die Augen offen, Leute! Ich finde dich, Gail! Ich habe das Gefühl, dass gleich hier ziemlich die Luzi abgehen wird.